Celli-Mühle in Oslip war am 1. Juli zum 16. Mal Austragungsort des Finales von America is Waiting. Der Musikbewerb wird vom Landesjugendreferat Burgenland ausgeschrieben und bietet Nachwuchsbands aus dem Burgenland die Chance, national oder sogar international bekannt zu werden. 8 Gruppen traten in der Celli-Mühle zum Finale an und stellten sich einer gestrengen Jury. Eines ist zu bemerken: Im Vergleich zu den Vorjahren wurde heuer ein Mehr an Musikalität geboten. Es verwundert deshalb nicht, dass die Siegerband durchwegs aus Musikstudentinnen und Studenten besteht. Einige Verwirrungen gab es mit den Bandnamen, denn die jungen Damen und Herren aus Frankenkirchen waren als 3x4 in den Bewerb gegangen und siegten als Oh, I Taste the Queen. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit eine Bandumformierung gehabt und haben damals noch, also 3x4 geheißen, und haben unter dem Namen angemeldet beim Bandcontest. Und dann, ja, hat sich das aber ein bisschen geändert, auch mit der Musikrichtung etwas und so weiter. Da war eine neue Nummer geschrieben, und dann war der Name ein bisschen unpassend. Aber wir haben uns noch unter 3x4 angemeldet gehabt beim Bandcontest. Das war das Problem. Das war das Problem, ja. Aber wir haben das ja gut hingekriegt. Mit dem Sieg bei America is Waiting soll es nicht getan sein. Die Band hat weitere musikalische Pläne. Big John Festival ist ein Preis gewesen, wir dürfen dort spielen. Auf das freuen wir uns, glaube ich, ganz besonders. Ja, und viel spielen, es wartet eine CD-Aufnahme auf uns. Und ich glaube, wenn wir das ganz gut hinkriegen, dann schaut's. Spielen, spielen, spielen. Ja, genau. Die Siegerehrung in Oslip nahm wieder Jugendreferent Landeshauptmann Stellvertreter Franz Steindl vor. Den Finalisten winkten Geld und Sachpreise sowie eine CD-Produktion in einem professionellen Tonstudio. America is Waiting 2011.